Hallo und herzlich willkommen, YouTube, und monatlich klopft der DHL-Mann. Yes, wir haben ein neues Paket von Get Digital. Das heißt, es gibt wieder richtig nicen Nerdloot heute, Leute. Und ich freue mich schon, ihr seht, es ist noch zu. Ja, ihr müsst ja nicht unbedingt meine Adresse, muss ich ja jetzt nicht unbedingt so ins Bild reinhalten. Ne? Das Ganze machen wir heute wieder so Unboxing-mäßig so. Ich hole immer was raus, zeige ich das dann, wir labern ganz kurz und so. Finde ich cooler wie so eine Detailansicht, ne? Macht mir mehr Spaß. Was wollte ich noch sagen? Genau, für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß. Ne? Get Digital hat ja so einmaliger Loot, 3-Monats-Loot und 12-Monats-Loot. Ne? Ich blende euch das gleich einfach mal zwischendurch immer unten in der Ecke ein. Dann seht ihr nochmal, was die Boxen so kosten letztendlich. Ne? Ich finde es eigentlich ganz angenehm für das, was manchmal drin ist. Ne? Manchmal hat man richtig krass geile Sachen. Dann hat man mal wieder so eine Box, wo so ein bisschen normaler ist. Und dann geht es wieder voll ab. Also es kommt immer auf die Person selber an. Ne? Ihr seht, hier ist übelst warm drin. Ohne Scheiß, Leute. Gefühlte 40 Grad. Die Sonne scheint ganz brutal heute und mein Zimmer ist sowieso isoliert und mit Akustik, Schaumstoff und so weiter und so weiter. Und umso wärmer ist es. Also Balkon ist schon auf, aber schon Wahnsinn. So, ich schneide die Kiste mal auf. Ihr seht, jetzt im Moment haben wir fast immer Lootboxen. In der Stelle nochmal danke an Get Digital. Und mein Kamera macht wieder, was sie will. Also es ist echt im Moment, ich weiß nicht, was das soll. So, der erste Loot. Geil. Das sah gerade lustig aus. Bang, bang, bang. Shut me down. Wo fangen wir an? Wir fangen mal an. Alter, wie lustig ist das bitte? Wir haben hier Servietten. Ja, wir haben Servietten drin. Also das erste Item, the cake is a lie. Das erste Item, was wir drin haben, Servietten. Eigentlich ganz witzig. Witzig irgendwo auf jeden Fall brauchbar machen. Auf irgendeiner Party, Geburtstag oder sonst irgendwas. Freut meine Frau sich auf jeden Fall drüber. Mega cool. So, dann T-Shirt machen wir gleich. T-Shirt ist auch mal wieder drin. Wir haben hier noch so ein paar Knallerbsen. Können wir mal noch aufheben für nachher. So, was haben wir denn hier? Alter. Ich bin kein Puzzle-Freund, ne? Ohne Scheiß. Also wir haben ein Puzzle hier, aber genau dieses Item wird mich definitiv zum Puzzeln bringen und das klebe ich auch auf und das wird auch aufgehangen, denn ich bin übelster Rick and Morty-Fan. Ohne Scheiß, ich liebe Rick and Morty. Ich habe die Staffeln schon weiß Gott wie oft durchgeguckt, ohne Scheiß. Hab oben Rick and Morty Cappy, ihr habt es glaube ich schon öfters gesehen bei mir, Hoodie von Rick and Morty. Get Digital, wenn ihr noch mehr von Rick and Morty habt, haut in die Lootboxen rein. Rick and Morty ist mega. Ich würde, glaube ich, sogar 50 Euro bezahlen für eine reine Rick and Morty Box oder sowas. So eine Rick and Morty Lootbox, das wäre mega geil. Ich weiß, was ich heute Abend zu tun habe, Leute. Geil. Ich zeig's euch nochmal. Tada! Ich bin schon happy, ohne Scheiß. Ich freue mich gerade übertrieben über das Puzzle. Ohne Witze. So, wo geht's denn weiter hier? Was soll ist das? Sieht irgendwie komisch aus. Wir haben hier ein Packet. Ich hole das einfach mal kurz hier raus. Jetzt bin ich echt verwirrt. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Items. Wir haben hier so ein Klebe-Bepperli. Zack. Anytime. Was ist das denn? Anytime. Ich würde sagen, wir trauen uns ab. Einfach mal da dran. Das sieht irgendwie komisch aus. Beißen kann man nicht. Das ist so ein. Es geht, das ist so. Frisch, aber trotzdem süß. Das ist nicht so meine Welt. Ich lutsch eh keine Lutschbonbons gerne und Kaugummis esse ich auch kaum. Brrr, das ist nicht meine Welt. Volt Zugangs. Hä? Ist mein Name drauf? Eine Zahl? Gültig bis 23.10.2077. Bitte melden Sie sich nach dem Betreten Ihrer Volt umgehend auf der Dekontaminierungsstation, Alter. Wie geil ist das?
Hier so eine Zugangskarte, da seht ihr auch mal, dass sie sich richtig Mühe geben, sag ich mal, für ihre Kunden. Das ist echt Mühe geben, klar. So eine Karte ist ja relativ easy hergestellt, ne? Aber ich find's halt trotzdem cool, weil es was Persönliches ist, ne? Weil sein eigener Name draufsteht und. Deswegen ist das geil. Zack, weiter geht's. Komm, wir machen das T-Shirt. Das strahlt die ganze Zeit schon so da raus. Bin mal gespannt, was diesmal für ein Shirt da drin ist. Größe M, sehr gut. Ist irgendwas auf der Rückseite von dem T-Shirt? So, hinten ist schon mal nichts drauf, Leute. Könnt ihr sehen. Und vorne, ich habe selber noch gar nicht gesehen. Ich halte es mal ganz kurz rein und dann gucke ich selber mal. Alter, ihr seid so durch. Ihr seid so verrückt, ohne Scheiß. Pork-Kebab mit Chewbacca. Alter, ist das ein nices T-Shirt, ohne Scheiß. Wir haben morgen eine Veranstaltung, das müssen wir auf jeden Fall, muss meine Frau das heute Abend direkt waschen und dann ziehe ich das morgen direkt an. Alter, ist das witzig. Pork Kebab. Genau wegen sowas finde ich das so endwitzig, ohne Scheiß. Und wir haben eine Figur, endlich. Eine geile Figur, jetzt bin ich mittlerweile 3 oder 4 Figuren. Viel Drama Schiff, das andere. Ja, also die Sammlung wächst so langsam wieder, ne? We love Titans, Freunde. Battlestar Galactica. Dö. Ne? Ist eine Vinylfigur, Leute. Auf jeden Fall richtig cool. Es ist aber noch zugeschweißt an der Seite, aber ihr könnt es ja von vorne vernünftig sehen, ne? Es ist halt eine Actionfigur, normalerweise spielt der eine oder andere damit, aber ich sammle sowas lieber, stelle das dann schön in die Vitrine, ne, mit wo die Beleuchtung drin ist und so weiter. Ich bin schon dran, was die Wand hinter mir angeht, aber ich weiß nicht, ob so 100% jetzt die nächsten 1, 2, 3 Monate fertig wird, weil wir dieses Jahr auf jeden Fall noch umziehen werden in ein anderes Haus, wenn alles gut läuft. Und das Zimmer wird Porno. Da bin ich schon richtig am Planen, Freunde. Das wird mega nice. So, da ist noch ein Karton drin, den heben wir uns aber noch auf. Ich würde sagen, das strahlt mich die ganze Zeit schon an. Dot to dot. Dot to dot? Jetzt sag mir nicht, das ist hier, ach doch, man sieht es da im Hintergrund. Nicht malen nach Zahlen, sondern Striche ziehen mit Zahlen. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich zeig's euch einfach. Moment. Zack. Star Wars Dot to Dot. Das heißt, 100 Bilder sind da drin und ihr müsst die Bilder quasi selber erstellen. Ich hoffe mal, dass man das sehen kann. Ihr seht es hier, hier ist schon so ein Anfangsstrich und dann müsst ihr halt nach den Zahlen gehen. Also Linien ziehen, dies, das und dann entsteht irgendwann ein Bild. Ich weiß schon, wer sich da extrem freuen wird, ohne Scheiß. Meine Frau macht solche komischen Maldinger super gerne, wieso auch immer. Dann kann die das schön malen oder die Striche ziehen und ich mal das Ganze dann aus. Ja, that's the deal, würde ich sagen. Weil da bin ich definitiv besser drin und die ist in solchen Geduldssachen besser drin. Also richtig cool auf jeden Fall. Ich frage mich halt manchmal, ob das jetzt reiner Star Wars Merch ist oder ob die da irgendwie so zusammenarbeiten und sagen, das wäre vielleicht fett oder wie auch immer. Das ist eine Zeitschrift, Freunde. Cool, das habe ich ja noch nie drin gehabt. Zauberwelten, Frühjahr 2018. Ich zeige euch das mal einmal. Es ist irgendwie eine Zeitschrift. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Was ist denn da drin? Das ist wie so eine Merch-Zeitschrift, ne? Da kann man sich diverse Sachen angucken. Ach so, hier auch sowas für Mittelalter-Freaks. Ne? Verschiedene Schwertgriffe und so weiter. Finde ich eigentlich ganz nice. Geht mir eigentlich ganz gut ab. Bin ich mal gespannt. Blätter ich heute Morgen. Heute Morgen, genau. Blätter ich heute Abend mal gemütlich auf der Couch durch, weil wäre jetzt Quatsch, wenn ich euch da jede Seite von dem Ding da zeige. Spoilerheft, das gucken wir uns jetzt gleich ganz am Schluss dann an. Ich zeig's euch, die Box ist leer. Die ist aber auch definitiv größer gewesen wie die letzten Boxen. Und jetzt ist das hier das letzte, das ist eine Box in the Box drin, Freunde. Box in the Building. So, zack, komm, auspacken. Und auspacken. Ich bin echt gespannt, weil eine Box in der Box, das könnte vielleicht irgendwas. Ich weiß es nicht. Tassen. Tassen, Freunde. Also, ich zeig's euch mal. Dass ihr nicht denkt, dass ich euch irgendwie veräpple. Es sind 2 Tassen drin.
Aber wie lustig. Ja, das ist so typisch Kevin. Ohne Scheiß, das passt wieder wie die Faust auf Auge, ne? Die Frau sagt, I love you. Und der Kevin sagt, I know. I love you, Schatz. Ich weiß. Mama Pizza. Auf jeden Fall witzig. Ja, obwohl ich eigentlich persönlich Kaffee lieber aus den normalen Kaffeetassen trinken wie aus so einem Glastassen irgendwie, trinke ich das nicht so gerne. Aber Instagram wird kommen. Also ich werde auf jeden Fall wieder schöne Bilder machen. Vor allem von dem Rick and Morty Puzzle. Mann, ist das geil. Wir müssen ja fertig werden, dass ich das Puzzle puzzeln kann, Leute. So, Spoilerheft. Rick and Morty Puzzle. So, ich zeig's euch jetzt einfach mal. Dann seht ihr nämlich auch mal die Preise, was das Ganze letztendlich einzeln kostet, ne? Da 6 Euro, da 6 Euro. Die Tassen alleine schon 16 Euro. Zack, und die Zugangskarte. Ja gut, die gibt's halt wahrscheinlich nur für Mitglieder. Wenn man da 5 war, da 6 Euro. So, was haben wir noch? Der Porn-Kebab. Alter, der Kebab, der ist der Knaller, ne? Ein Merch-Shirt, ne? Ist aber normal. 16 bis 20 Euro kosten Merch-Shirts immer. Das gehört dazu. Oh, was ist das denn? Periodensystemschuhe. Wie Periodensystemschuhe? Achso, Leute, wenn ihr Schuhe, Bock auf Schuhe habt, ne? Guck mal, kriegt ihr für einen 30er, kriegt ihr hier so Periodensystemschuhe. Sehen auf jeden Fall echt witzig aus. Erinnert mich direkt schwer an, Sheldon Cooper. Tja, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen, ne? Battlestar Galactica, ne? Eine Figur haben wir wieder drin gehabt, Rick and Morty Puzzle, mir haben serviert, in was für ein Hausstand haben wir natürlich drin gehabt, ne? Schöne Teskin, finde ich auf jeden Fall geil. T-Shirt ist der Knaller, ohne Scheiß. Also für mich wird sich das Ganze immer wieder lohnen, ich finde das mega geil. Ne, manche Leute sagen, warum braucht man sowas? Warum braucht man sowas? Ja, weil es gibt doch mehr wie genug Leute, die schmeißen ihr Geld einfach am Fenster raus für irgendwelche unnötigen Sachen. So, das ist halt wieder richtig cool, weil die ein oder anderen Sachen, die behalte ich, die anderen Sachen, die gebe ich meine Zwerge zum Spielen und so weiter. Ne, das Ganze teilt sich dann so auf. Dann kriegt ein bisschen was meine Frau, das andere behalte ich. Ich behalte meistens halt immer so die Figuren, die T-Shirts selbstverständlich. Ne, und jo. Alles andere geht an den Schrank oder wie auch immer. Mal gucken, vielleicht machen wir irgendwann mal noch ein Gewinnspiel. Bin ich mir noch nicht so sicher. Aber wenn ihr auch Bock auf so eine Box habt, Freunde, drückt einfach mal unten unter der Description, ist der Link drin. Ich habe da so einen eigenen Apes Is Da TV Link. Extra für euch, wie so ein Rev-Gedönse, ne? Dann sieht man halt über meinen Namen quasi letztendlich, ob der ein oder andere da Spaß dran hat, Bock drauf hat an der Stelle, Freunde. Ich würde sagen, das war's wieder mit der Lootbox von Get Digital. Ich bin sehr angetan. Ich gehe jetzt auf jeden Fall puzzeln. An der Stelle, Freunde, stay true, join the website of life und bis demnächst. Ciao.